Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen WoW Gold Guide. Mein Name ist Seltas oder einfach nur Marc und mit dem heutigen Video starte ich eine kleine Reihe, in der ich euch erzähle, wie man denn so mit der Garnison aus WoD immer noch gutes Gold verdienen kann. Im jetzigen ersten Teil werde ich etwas mehr ins Detail gehen, wie ihr denn die ganze Sache überhaupt ins Rollen bringt und was ihr dabei beachten müsst. In den nächsten Parts werde ich dann etwas mehr ins Detail gehen, wie denn das, ich nenne es mal, Late Game aussieht und worauf ihr da alles achten müsst. Aber gut, fange ich auch direkt mal an. Um vielleicht ein paar anfängliche Missverständnisse beiseite zu räumen, möchte ich zuerst einmal erzählen, was die Garnison ist, beziehungsweise was sie überhaupt für Funktion hat. Ja, ich weiß, es wird gerne drüber gememt und gesagt, dass die Garnison eine Golddruckmaschine ist, aber so leicht ist es leider auch nicht ganz. Sie erfordert schon etwas Vor- und Nachbereitung und wenn man sich nicht drum kümmert, dann kommt auch nichts bei rum. Um aber etwas allgemeiner anzufangen, die Garnison ist im Prinzip eine Art Playerbase, die sich entweder im Schattenmontal für die Allianz oder im Frostfeuergrad für die Horde befindet. Man beginnt mit der Garnison auf Stufe 1. Diese lässt sich weiter ausbauen bis hin zur Stufe 3. Innerhalb der Garni kann man wiederum verschiedene Gebäudetypen errichten, welche in Klein, Mittel und Groß kategorisiert werden. Abhängig von der Garnisonsstufe gibt es entsprechende Bauplätze. Ich habe diese Abbildung hier auf 4Fansites gefunden und ich dachte mir, dass sie doch ganz gut selbsterklärend dafür ist. Dazu kommen allerdings noch ein Angelplatz zum Fischen, eine Mine zum Sammeln für Erze, einen Kräutergarten für Kräuter und eine Tiermenagerie für Pet Battles. Die meisten Gebäude sind dazu auch noch meistens selbst bis Stufe 3 aufwertbar. Das Errichten eines Gebäudes bzw. dessen Aufwertung dauert im Normalfall eine Stunde und kostet eine bestimmte Summe an Gold und Garnisonsressourcen. So auch das Aufwerten der Garnison selbst. Abhängig vom Gebäude können auch Arbeitsaufträge erstellt werden. Diese kosten meistens dem Beruf entsprechende Ressourcen und haben oft die seltenere Version der Berufsmetz als Outcome. Als Beispiel, Schneider geben prächtiges Fell und erhalten Hexenzwirnstoff. Schmiede geben Erze und erhalten Echtstallbarren und so weiter. Ein Arbeitsauftrag dauert 4 Stunden an. Im späteren Spielverlauf kommt auch noch ein Hafen zur Garnison hinzu, dieser soll uns aber erstmal nicht weiter beschäftigen, denn wir schauen uns jetzt erstmal an, wie wir überhaupt beginnen. So offensichtlich, wie es vielleicht klingen mag, aber um überhaupt mit der ganzen Garnisonssache anfangen zu können, müsst ihr diese zuallererst einmal freispielen. Dies macht ihr, indem ihr mindestens Level 90 seid und euch mit eurem Char d'Aval in die verwüsteten Landen begebt, nachdem ihr die Startquest entweder an eurem Abenteuerführer oder am Anschlagbrett eurer Fraktion angenommen habt. Am einfachsten geht das, indem ihr das passende Portal dazu entweder in Orgrimmar oder in Sturmwind annehmt. Einmal da durchgehopst, müsst ihr nun vorm Eingang des dunklen Portals Katke aufnehmen. Suchen, der euch wiederum darum bittet, kurz durch das eben erwähnte Portal zu steppen und in der Vergangenheitsform von Draenor einmal richtig aufzuräumen. Das macht ihr auch und ab da beginnt die eigentliche Einführungsquest von Warlords of Draenor. Da ihr aber nicht für ein WoD-Playthrough hier seid, sondern wissen wollt, wie man sich denn mit der Garnison eine goldene Nase verdienen kann, spulen wir die ganze Sache einmal vor, bis zu dem Punkt, an dem ihr aus dem Dschungel entkommen seid und mit dem Schiff entsprechend ins Schattenmontal bzw. zum Frostfeuergrad abgehauen seid. Nach ein bisschen RP von den NPCs ist es nun soweit und nach 2 bis 3 Sammel- und Kill-Quests dürft ihr nun endlich eure Garnison der Stufe 1 errichten. Allen Chars, die jetzt noch nicht Level 100 sind, empfehle ich es, bevor ihr überhaupt die Garni anrührt, erst einmal zu leveln. Denn das Besondere bei der Garni ist, dass die einzelnen Stufen levelabhängig sind. Da wir im Bestfall direkt mit der Stufe 3 arbeiten wollen, um direkt alle Bauplätze freigeschaltet zu haben, müsst ihr euch also ins Zeug legen und so schnell es geht WoD Max Level werden. Das Gute dabei ist, dadurch, dass ihr die Garnison freigeschaltet habt, werdet ihr selbst während des Levels schon Garnisonsressourcen passiv sammeln und auch aktiv durchs Questen selbst. Diese werden später sehr wichtig. So, gehen wir nun davon aus, dass wir alle Level 100 sind und unsere Garni auf Stufe 1 breit in den Startlöchern steht, ist es nun wichtig, wie zuvor schon erwähnt, irgendwie Stufe 3 zu erreichen. Die Ausbaukosten sehen dabei wie folgt aus. Von Stufe 1 auf 2 benötigt ihr 200 Garnisonsressourcen und von Stufe 2 auf 3 werdet ihr 2000 Garnisonsressourcen und 5000 Gold brauchen. Wie wahrscheinlich jeder vernünftige Spieler werdet ihr euch jetzt fragen, what the fuck, woher soll ich so viele Ressourcen bekommen? Kein Problem, ich habe da schon ein paar Ideen.
Zuallererst ladet ihr euch das Add-on Handy Notes und Handy Notes-Draenor Treasures runter. Habt ihr das getan, werdet ihr nun überall auf der Map in Draenor verschiedene Symbole sehen, die entweder Gegner oder einsammelbare Items markieren. Ich empfehle euch im Prinzip, einmal komplett Draenor abzufliegen und alles einzusammeln, was Garnisonsressourcen abwirft. Wollt ihr richtig tryharden, könnt ihr auch alle Rares töten, die ihr findet, da diese auch eine geringe Menge an Ressourcen fallen lassen, welche sich aber summieren können. So dämlich, wie es vielleicht klingen mag, aber tatsächlich sind Quests eine der besten, wenn nicht sogar die beste Methode, um schnell anfänglich viele Ressourcen zu bekommen. Seid ihr schon Level 100 und habt vielleicht noch ein paar Quests auf, empfehle ich euch auf jeden Fall, da mal durchzugehen und alles zu machen, was irgendwie geht. Auf Level 100 plus pflügt ihr durch die ganzen Mobs im Prinzip einfach nur noch so durch, wodurch die ganze Prozedur recht schnell vonstatten gehen sollte. Habt ihr alle Chests abgegrast und alle Quests gequestet, aber immer noch nicht genug Ressourcen, dann empfehle ich euch, das Sägewerk zu bauen. Dies ist ein mittelgroßes Gebäude, welches ihr bauen könnt, wenn eure Garnison Stufe 2 erreicht. Was das macht? Das Sägewerk ermöglicht es euch, nach einer kleinen Einführungsquest Bäume in Draenor zu fällen und mit dessen Holz Arbeitsaufträge zu starten, welche zusätzlich Garnisonsressourcen produzieren sollen. Eine zusätzliche Möglichkeit, Ressourcen zu generieren, wäre die Wiederverwertung. Diese ist ein kleines Gebäude, dessen Baupläne ihr allerdings erst bekommt, wenn ihr die Questreihe rund um die Werkstatt Quetschpfeif durchspielt. Die gleichnamige Anfangsquest nehmt ihr in eurer Garnison an. Nach circa einer halben Stunde solltet ihr allerdings schon durch die komplette Questreihe durch sein. Baut nun die Wiederverwertung und nach der Fertigstellung sollten nun all eure Missionen, die ihr am Missionstisch annimmt und abschließt, entweder einen Sack oder eine große Kiste mit Bergungsgut abwerfen. Verwendet diese, während ihr an der Wiederverwertung steht, habt ihr die Chance, Garnisonsressourcen zu erhalten. Macht ihr das alles, solltet ihr locker innerhalb der nächsten 1-2 Tage eure Garnisonsressourcen beisammen haben, wenn nicht sogar früher, und ihr könnt eure Garnison der Stufe 3 errichten. Habt ihr das gemacht, steht uns nichts mehr im Wege, um mit der Garnison endlich Gold zu verdienen. Tja, und mit diesem Cliffhanger beende ich den ersten Part. Habt ihr nicht gedacht, oder? Aber seid nicht sauer, ich denke, der nächste Part wird nicht zu lange auf sich warten lassen und in dem zeige ich euch auf jeden Fall ein paar nette Ideen, wie denn so eine Garni aussehen kann, mit der man Gold verdient. Habt ihr alle Schritte aus dem Video befolgt, solltet ihr also im nächsten Videoteil keine Probleme haben, um richtig durchzustarten. Für die neuen Zuschauer unter euch, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Ihr dürft auch sehr gerne das Video bewerten, folgt mir auch auf Social Media und auch auf Twitch und joint meiner WoW-Community. Links für das alles, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Aber am allerwichtigsten, Leute, wieder vielen Dank fürs Zusehen und noch viel Spaß beim Goldmachen. Tschüss und haut rein!